Reichweite. Das Zentrum der Wirkzone kann maximal ZFW mal 50 Schritt vom Zaubernden entfernt stehen. Der Druide muss diesen Ort sehen können. Die Zone veränderten Wetters hat einen Radius von ZFW mal 50 Schritt. 150 Schritt. Das 150, das reicht für den gesamten Hochwahrung. Und das ist auch nicht auffällig. Also, weil es langsam geht, Zauberdauer eine Spielrunde 5 Minuten. Und die Veränderung wird auch über 5 Minuten gehen, oder? Bestimmte Änderungen, Bedingungen, ja. Wirkungsdauer nach Ende der Zauber 3 Spielrunden. Also ihr steht dann 20 Minuten, 30 Minuten, ihr steht dann eine halbe Stunde dort, während Abelmir seine Hände ausbreitet und aus seinem schwarzen Gewand jetzt der Nebel herausfließt. Ihr könnt dabei erkennen, wie wohl sich Boltags Bart weiter gabelt und wohl während dieser Zeit sich auch Iserons Haare leicht aufstellen. Weitere Elmsfeuer, die dann entstehen, und die bekommt alle ein W6 ASP dazu. Während die du nicht Zauberer. Oh, ich wollte mich gerade schon selbst als Ketzer brandmarken. Während ihr von einem der Nodices ergriffen werdet und der Nebel ja, so weit reicht, dass ihr nicht mal mehr die Hand vor Augen sehen könnt. Ich taste mal nach dem nächsten wahrscheinlich Isarun. Gib da Hand. Ja, alles klar. Hier. Greift nach dem nächsten. Ja, genau. Ich taste dann mal rum, wen ich da finde. Irgendwas Kleines oder was Großes. Ich greife mir Isarun und Boltax. Nicht auf den Kopf. Oh, ja. Ich wollte fast schon am Bart ziehen. Oh, bewahrt ist dich. Dann eine Orientierungsprobe plus 7, um an den Häusern vorbeizukommen. Was macht einer, ja? Hilft mir meine Dämmerungssicht? Nein, weil es keine Dämmerung ist. So gut hätte sein können. Es ist keine Dunkelheit, sondern tatsächliche Sichterschwernis. Du kannst nicht durch Wasser hindurchgucken. Nee, das ist richtig. Die Echsen aber auch nicht. Sei froh. Ja, die Echsen sind wohl. Die Wachen oben werden sicherlich sehr unzufrieden sein, aber es ist zumindest keine unnatürliche Veränderung. Gerade über eine halbe Stunde kann das immer mal passieren. Und dann stapft ihr durch die tief liegenden Wolken, die Nebelschwaden, die jetzt drückend über euch liegen. Eure Kleidung ist klitschnass, das Leder ist getränkt und fühlt sich so ein bisschen enger an. Doch Jalan, du merkst, wie dein Kettenhemd, was von Zwergen geschmiedet worden ist, beziehungsweise aus zwergischem Stahl besteht, trotzdem so eine leicht rostige Patina ansetzen könnte. Alles an eurer Kleidung ist klamm. Und so schreitet ihr in Für eine wen, oder? Richtung, die Boltax euch zeigt. Danke. Es klitscht und klatscht. Und dann könnt ihr einen scharfen Geruch riechen. Und vor euch könnt ihr jetzt sehen, wie dort Käfige aufragen. 6 Schritt hoch. Und was sich dahinter befindet, wisst ihr nicht. Aber es riecht beißend. Konnten wir die Käfige schon vorher sehen? Nein. Aber ihr seid nicht in der goldenen Pyramide. Ich glaube, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Denke auch. Wohin jetzt? Ihr könnt ein Knurren hören. Zurück, zurück, zurück. Weg von hier. Erstmal zurück. Zurück ist gut. Puh, können wir anderen noch mal irgendwie versuchen, zu uns zu orientieren? Boltax hat es nicht geschafft. Dann ist jetzt einer von euch dran. Dann, ja, ganz gebietet, dass ich das tue. Ja, dann ist aufs Gerät wohl geradeaus. In eine andere Richtung als Boltax, aber auch nicht die richtige. Also es war eine 7er Schwernis, oder? 7er Schwernis. Genau. Ja, dann geht ihr diesmal Jalan folgend, immer noch Händchen haltend durch den Nebel. Genug Zeit habt ihr wohl nach der Auskunft von Abelmir, bis dann Jalan über eine zerborstene, zerbrochene Statue stolpert und sich das Knie anschlägt. Zum Glück habe ich keine Metallteile am Knie, das wäre jetzt peinlich. Hast sie abgelegt. Die liegen irgendwo im tieferen Teil von Wahrung. Ich schon? Ah, 1W6 Ausdauerschaden. Immer noch 3 Echte. 3 Echte. Bin auf 27 Ist runter. genau auf deinen Verband gefallen, wo das Jagdgras drin saß, und es fängt wieder an zu bluten. Ach.
Götter, verfluchte Pireine, hilf mir! Wo führt ihr uns hin? Ich glaube, das ist die Arena. Wir müssen also nach links. Ihr lasst mich mal vor. Wir sortieren uns so um, dass Ari mir führen kann. Abelmir kann euch aus einem blutigen Pfuhl herausführen, kann dann auch die Pfützen umgehen. Irgendjemand ist hier wohl vor gar nicht so kurzer Zeit gestorben, aber Sterben in Hoherfahrung ist ja an der Tagesordnung. Könnt an weiteren kleinen Schalen vorbeigehen, die dieses Mal aber nicht mit Glut gefüllt sind, sondern mit kleinen Edelsteinen. Ist jemand von euch goldgierig? Oder neugierig? Ja. Ja, neugierig. Aber nicht dumm. Ich würde trotzdem im Vorbeilaufen erstmal gerne eine entsprechende Probe würfeln. Entweder Magiekunde, wobei ich glaube, das wäre falsch an dieser Stelle. Ist halt so. Nee, Steinschneiderei Juwelier. Na, Juwelier, klar. Ist nämlich verarbeitet. Neben der Schale hängen auch Schuppenbeutel. Aus eigens gegerbtem Leder, aus eigenen Schuppen, die dann abgestreift worden sind. Und Boltax kann kurz stehen bleiben. Er steht direkt am Rande der goldenen Pyramide. Die erste goldene Stufe würde Abelmir dann eben auch nach oben führen. Dort gibt es einen großen Schlund, ein Loch, in dem tatsächlich auch Rassasur versinken könnte mit seinen 60 Schritt Größe. Wenn ihr dann die einzigen Stufen nach oben steigt, aber Boltax hält erstmal an, zieht euch allesamt an den Händen und betrachtet aufmerksam diese Kristallomantie. Schaut euch das an. Was wollt ihr damit? Das exische Machwerk. Seht ihr, wie sie geschliffen sind, wie facettenreich. Die Frage ist, was wollt ihr damit? Das interessiert mich jetzt gerade nicht im allergeringsten. Wir wollen da in diese scheiß Pyramide rein. Also los jetzt. Ja, aber wer weiß, was die... Ich zieh ihn am Bart hinter uns her. Könnte eine Falle sein, ein Sicherheitssystem oder sonst etwas. Es sieht eher wie eine Darbietung aus, wie ein Geschenke für die Götter. Kann ich das irgendwie mit Götterkulte versuchen zu analysieren? Oder ist das eher Magiekunde oder ist das ist Magiekunde. Völlig verloren? Magiekunde. Würde magische Analyse? Nee, weil du keine Urlaub gewirkt hast. Aber man kann es immer wieder versuchen. Versuche es echt jedes Mal. Ja, die Zauber werden ähnlich wie bei dir nicht im Zauberstab gespeichert, sondern in diesen Kristallen, in diesen Juwelen. Und da kann quasi alles drin sein. Ähnlich wie ein Artefakt holt man die richtige Farbe hervor, schmeißt es auf den Boden und kann damit den Zauber auslösen. Unglaublich mächtig und sehr ähnlich zur Kristallkugelmagie, die ja abgeleitet worden ist und ähnlich dann auch auf deinem Stab montiert werden könnte. Boltax weiß das auch. Doch ganz faszinierend. Ja, und es könnten diverse Sachen darin stecken. Ist das gefährlich oder ist es nicht gefährlich jetzt? Ich glaube nicht, weil wir darin gebunden sind. Ihr glaubt oder ihr wisst? Ich habe es noch nie selbst angewendet, aber die eine selbst sind so geschaffen. Seht ihr, diese speziellen geschliffenen Strukturen. Können wir uns jetzt leisten, einen Alarm auszulösen? Wir sind an der goldenen Pyramide selbst. Ja, ich denke, wir können es uns leisten. Alles, was jetzt noch hinter uns wäre. Savo streift mal einen der Schuppenbeutel ab und öffnet ihn so ein bisschen, damit man dann irgendwas reinwerfen könnte. Ja, ich würde ein paar von den Steinen nehmen und in den Schuppenbeutel legen. Ja. Wenn du dann fertig bist, würde Savo das Ganze schließen und dann seinen Gürtel binden. Dann lass uns mal weitergehen. Ihr könnt nach und nach die Stufen hochsteigen, die nicht für Menschen gefertigt worden sind, sondern eher für 3 Meter große Mantraken. So dass ihr lange steigen müsst. Schwierig. Es kostet euch Ausdauer. Aber irgendwann kommt ihr an dem großen Schlund an. Und ihr könnt diesen typischen Geruch wahrnehmen, der vor allem Abelmir vor über einem Jahr geprägt hat. Und den sein Gesicht gekostet hat. Hier stinkt nach Drachen. Dann, du hast recht. In der Drachenpyramide stinkt es nach Drachen. Überraschung, Überraschung.
gehen wir weiter. Wir müssen nach unten, Voltags, nicht wahr? Ja, dieses Pulsieren hört nicht auf. Ah. Dorthin, wo es herkommt. Genau. Ah, weiter. Wie damals auf der Arche. Immer dem Herzschlag nach. Immer dem Herzschlag nach, der lauter und lauter wird. Ihr steigt dem Gefühl von Boltags folgend in die Schwärze. Irgendwo im Inneren könnt ihr dann sehen, wie dieser Nebel abgelöst wird durch giftige Dämpfe, die eher nach Schwefel riechen. Und alles Natürliche hier so ein bisschen verdrängen, vertreiben. Überall um euch herum könnt ihr Zeichnungen erkennen, stilisierte Echsenkrieger, die davon berichten, wie glorreich die Drachen sind. Und auch die Geschichte von Rassasor, die hier nach und nach enthüllt wird, während ihr nach unten steigt. Die Gänge sind sicherlich 10 Schritt breit und hoch, sodass sich hier ein riesiger Kadaver entlang schieben kann. Ihr könnt verschiedene Gänge, Abzweigungen erkennen. Vor allem so etwas wie Bruthöhlen und Gelegetäler, die dann hier links und rechts aufgebaut worden sind. Oder zyklopische Schmieden für große Drachen, große Rüstungsteile. Schwarze, unheilige Metalle, die euch vor allem daran erinnern, was ihr in dem Gasthaus bekommen habt. Die lodernden Schmiedefeuer. Wenn ihr euch an den Gängen vorbeischiebt, ihr könnt dort erkennen, wie Echsen am Schmiedefeuer stehen, heiß glosend, als ob die Hitze, die bis zu euch rüberstrahlt, ihnen nichts ausmacht, sondern sie nur noch schneller arbeiten lässt. Und schneller. Wobei an Lagerräumen, Wohnhöhlen, Höhlensystemen, die für Diener geschaffen worden sind, für 3 Meter große Diener, nicht für Rassasor selbst. Und wenn ihr dann in die Mitte der Pyramide geht, ihm folgt und euch nicht um die kreuchenden und fleuchenden Abzweigungen kümmert, dann kann Boltax es erst spüren in seinem Bauch, dann hören und dann könnt ihr es allesamt sehen. Vor euch liegt kein Auge, sondern ein großes Ei. Was ist es? Das ist ein Drachenei. Ihr seid dem Drachen ganz nah. Spürt seine Atemstöße, riecht seine Ausdünstung, fühlt die fast unerträgliche Hitze. Und ihr könnt ihn doch nicht sehen. Mühsam kämpft ihr gegen die Kopfschmerzen an, die euch zu übermannen drohen, die als ihr Rassasors Geist präsenter wird, euch unterbewusst in seine Gedanken hineinzieht. Immer häufiger flackern Fetzen in euren Köpfen auf. Seine Gedankenfetzen. Ihr seht Drachen, die gegen Menschenheere in die Schlacht ziehen. Euer Odem der ganzen Formationen vergehen lässt. Zähne, die sich greifend in warmes Fleisch bohren. Klauen, die durch die Reihen ungleich kleinerer Gegner fegen. Und ihr hört wispernde Stimmen. Seine Gedanken fetzen. Was wollt ihr tun? Sollten wir es zerschlagen? Nein, ist wir brauchen den Namen. Ist das der Name? Wir sollten es untersuchen. Savo hat in seiner Hand die 50 steinschwere Kugel. Und ihr könnt erkennen, wie jetzt schwarze Strahlen abgehen, wie eine Corona der Sonne, wie Elmsfeuer, die sich nicht nur mit dem Drachenei verbinden, sondern auch mit den Nodices, die unter euch entlanglaufen und die euch so sehr oft dieses kribbelnde Gefühl beschert haben. Ihr seid ihm so nahe. Was tun wir jetzt? Asabo, ihr solltet mit der Kugel das Ei berühren, vielleicht. Kommt ihr mit? Natürlich. Denkt an die Zauber. Zauber, die wir in Punin gelernt haben. Denke ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, sie einzusetzen. Der Blick aufs Wesen, der Blick in die Gedanken. Erinnert ihr euch?
Savo schaut rüber zu Isarun. Ja, ich weiß nicht. Nun, ich habe sie alle grundlegend gelernt, aber ich hatte nicht mehr besonders viel Kraft. Einen würde ich sicherlich noch schaffen, aber alle drei. Nun, vielleicht könnten wir uns in einem Unitatio verbinden und unsere Kraft teilen. Das wäre eine Möglichkeit. Nun. Trefft eure Vorbereitung. Ich glaube, noch haben wir die Zeit. Vielleicht. Ich habe noch eine Idee. Jeder von uns wirkt einen der drei Zauber, während wir die Kugel berühren. So speisen wir mit unserer Energie alles, was wir erfahren, in die Kugel ein. Ich habe diesen Zauber nicht, Blick in die Gedanken. Ich habe ihn nicht gelernt. Habt ihr den Blick aufs Wesen gelernt? Nein. Ich kann euch meine Kraft zur Verfügung stellen. Und den Sensibar Empathikus? Ebenfalls nicht. Oh, Abin. Also, ich habe sie gelernt, aber ich bin keine Hellsichtmagierin. Ich kann sie nicht besonders gut. Und ich habe sie gelernt, aber als gildenmagische Zauber und das sicher. Gut, wir müssen tun, was wir tun können. Es gäbe vielleicht noch eine Möglichkeit. Ja, dann könnt ihr noch etwas tun. Wir brauchen jetzt so viel Resistenz wie möglich. Was genau erwartet ihr euch? Zauber zuckt mit den Schultern. Ich werde den Carmina Argeliones beten. Kann natürlich mit euch die Herren Ersinde um Einverständnis und um ihren Schutz bitten. Wenn jemand Magie bannen könnt, dann euer Herr Pryos. Sind wir uns sicher, dass es nicht die Kugel unterdrückt, wenn wir jetzt alle Magie bannen? Diese Kugel funktioniert, glaube ich, unabhängig davon. Es gäbe eine Möglichkeit. Sie ist gefährlich. Nun? Ich habe ein Artefakt bekommen, das mir, nun ja, die Blick auf die Sphären erlaubt. Wollt ihr nicht? Glaubt mir. Nicht es, hier. Es wäre eine Möglichkeit, eine gefährliche Möglichkeit. Im Astralraum geschieht das gleiche wie in der wirklichen Ebene. In dieser Ebene. Das ist mir bewusst. Ich habe von der Ferne einen Blick darauf geworfen. Da wusste ich überhaupt erst, dass wir den Namen hier finden können. Und es hat mich ungeheure Maße mitgenommen. Während ihr dort steht, könnt ihr wohl sehen, wie es eine weitere große Elmsfeuerentladung, eine Corona gibt und dann das Ei rot-schwarz aufleuchtet. Alle Bemühungen, eure Lebensspanne zu verlängern, sind nutzlos. Die Ewigkeit des Todes erwartet euch. Nun. Die Zeit drängt. Wir müssen eine Entscheidung fällen. Nun, ich kann wie gesagt die drei Zauber anbieten, aber ob ich die Kraft habe, vielleicht mit einer Meditation. Ja, wann fängt das Zauber an zu beten? Ich falle dann auch in ein Gebet an. Ehren der Sinne, kann ewig Lobpreis sei deinem Namen, schicke Weisheit uns und Erkenntnis. Adoramus te. Die Erkenntnis nimmt von der Welt die Dunkelheit, die wir verwinstert und verblendet, der Mond nur sonnengleich erstrahlt. Und du vergehe jetzt im Glanz des Weisheitlichts. So fängt er an, die gesamte Carmina Argeliones zu beten. Sieben Sohren zu beten. Pryos, ewig Gleißender. Auch hier in dieser Finsternis, schenke uns dein Licht. Auch hier, im Herzen des Drachenhort, entziehe ihm seine Gaben. Auch hier, lege deine schützenden Schwingen um uns. Es sei. Ja, Und dann, der Unitatio. Wirklich? Also da müssen wir doch alle würfeln, oder? Exakt. Ich würde zunächst gerne den Blick aufs Wesen versuchen. Also alleine? Danach habe ich noch ganz, ganz geringe Mengen an. Aber diesen Zauber sollte ich zumindest schaffen. Dann hoffe ich das. Kann natürlich sein, dass ich massiv vorlaufe, aber
Der Geruch von Asche breitet sich aus. Ja, ich beginne meinen Blick aufs Wesen. Der dauert 30 Aktionen. Ich bin mir sicher, dass ich nicht gegen die MR anwürfeln kann, weil der Drache bestimmt eine MR von 30, 35, 40 hat, wenn nicht noch höher, aber gut. Kannst du einfach mal würfeln. Schauen wir mal, was mit dir passiert. Wie hoch ist deine Magieresistenz? Viel wichtiger. Meine? Ich werfe natürlich vorher meinen... aber meine ist normal 12 plus 7 ist 19. 19 MR. Und mein Blick aufs Wesen würde funktionieren. Ist durch den... Eisern will nicht und Zauberbrummer Schwert? Nein. Ja. Aber ich habe eine 2er Erschwernis, weil ich noch die Blütenfee dabei habe. Genau, die wollte ich auch gerade ansprechen. Ist mir gerade noch eingefallen. Aber trotzdem wäre es geschafft. Ja, du siehst, wie sich die Essenzlinien vor dir öffnen und du verschluckt wirst. Wieder einmal. Direkt von dem, was du schon gesehen hast. Ein Geflecht aus Fallen. Ein ausgefranstes Loch im Gewebe der Realität, was dich dick hineinzieht, mit unwirklichen Energien, die sich hier auslöschen und kollidieren und miteinander interagieren, wechselwirken. Der Verstand, der sich unmöglich die Natur zu begreifen macht, brodelnde und schäumende Masse, ein Ozean aus Nichtmaterie. Während sich dieser Ozean aus Nichtmaterie vor mir auftut, würde ich versuchen, intuitiv nach der Kugel zu greifen und sie zu berühren. Die Kugel Drakundas, ja? Ja. Nicht das Ei. Nein. Gut, was tun die anderen? Beten. Hoffen. Ich kann hier nichts tun. Hast du eine Liturgie, die du regeltechnisch wirken möchtest? Ich arbeite am Magiebahn, aber ich bin mir nicht sicher. Thionin. Sinistra. Naja, Sumox hat uns ja gesagt, dass wir warten sollen. Und sehen, wie sich Sumox im grauen Nebel auflöst. Ich schaue Isarun ein wenig fragend an. Ich zucke mit den Achseln. Geodenmagie? Wollen wir es hoffen? In euren Gedanken materialisieren sich jetzt nicht nur Kopfschmerzen, sondern ihr könnt eisige Krallen in eurem Kopf spüren. Ihr hört weitere Namen, eine Vielzahl von Namen, der fremde Namen trägt, der Unbenannte, der Verstoßene, der Vielgestaltige und der Verschlinger des Lebens, der Sog der Finsternis, der die Albträume betrügt und auf schwarzen Schwingen gleitet. Boltax ist verschwunden. Ich konzentriere mich in meinen Gedanken, oder versuche es zumindest, nicht auf eine Armbrust oder sonstiges, sondern auf das, was uns Geoden damals die Macht verliehen hat, gegen die Drachen zu kämpfen, gegen den ersten Pakt. Den ersten Pakt. Für Darkor. Lassen haben. Immer noch berührst du die Kugel. Sie ist das einzige Materielle, was dich hier unten empfängt, was dich beschützt, einhüllt. Aber du bist weg. Ein Meer aus Gedankenchaos, roh und ungeordnet. Ein Reich aus Gerüchen und Geschmäckern. Es ist so, als würdest du bis zu den Knöcheln im Wasser stehen. Aber da ist kein Wasser. Es sind nur mathematische Theoreme. Dein fraktales Stützgewebe. Reihen von Gleichungen. Musik aus Sinfonien. Du bist nicht mehr in der Realität. Das Drachenei vor mir noch zu sehen oder ist auch ja, das verschwunden? Das Drachenei ist da. Dann würde ich mit der zweiten Hand, mit der einen berühre ich ja die Kugel, versuchen, mit der zweiten das Drachenei zu berühren, um so einen, Übergang herzustellen. Würfel mal auf Rechnen. Oh. Ob ich das überhaupt habe. Ja. Das ist, glaube ich, ein Basistalent. Was tun die anderen dabei? Ihr bekommt 1W6 Astralpunkte dazu. Also, Freios, es ändert sich mir. Nichts. Ich daran. Auch. Oder nicht? Du auch. Ah, cool. Ja, es ändert sich nichts daran, dass Boltax ist verschwunden. Bleibt. Hat sich einfach in grauen Limbusnebel aufgelöst. Nun, soll ich euch die Kraft zur Verfügung stellen und ihr versucht es?
Nun, ich werde es wohl einfach probieren. Ohne mich? Braucht ihr meine Kraft nicht? Erstmal nicht, nein. Nun gut. Okay, ich würde dann, wen haben wir denn noch nicht? Welch Zauber? Blick auf die Gedanken, glaube ich. In die Gedanken. Kann ich mir dabei Zeit lassen? Bestimmt. Also erzwingen kann ich auch. Das muss ich vorher ansagen, ne? Ja. Gut, dann würde ich nochmal. Kannst du auch Lebenspunkte ansagen, wenn du möchtest? Ja, erstmal nicht, danke. Dann würde ich nochmal 4 Punkte einsetzen. Da bekomme ich dann nochmal eine Erleichterung von 3. Das heißt, die Probe ist insgesamt um 7 erleichtert.